Kennst du die Frau, die den Gesandten Allahs beschrieben hat? Sie beschrieb sein Aussehen so wahrlich und genau, als ob du ihn jetzt wirklich sehen würdest. Lass uns mal die Geschichte hören. Umm Ma'bad al-Khuza'iyya von der Sibbe Khuza'a. Ihr Name ist Atika bint Ka'b, eine fromme Gefährtin, die zur Zeit des Gesandten Allahs lebte. Sie war berühmt für ihre extreme Großzügigkeit trotz ihrer Armut und mangelnder Hilfe. Sie war beredsam und hatte sehr gute arabische hochsprachliche Fähigkeiten. Sie zeichnete sich dadurch aus, dass sie den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam beschrieb, als er ihr auf dem Weg nach Madina begegnete. Die Geschichte begann, als die Unterdrückung von Quraysh schwerwiegend wurde und die Götzendiener dazu stimmten, den Gesandten Allahs zu töten. So wanderte er mit Abu Bakr und dessen Diener Amir ibn Fuhaira nach Madina aus. Begleitet waren sie auch von dem Wüstenführer Abdullah ibn Uraiqit. In einem kleinen Tal namens Wadi Qadid, auf dem Weg zwischen Mekka und Medina, gingen ihnen Wasser und Essen aus. Dann stießen sie auf das Zelt von Ma'bad al-Khuza'iyya. Der Gesandte Allahs, Abu Bakr, Amir ibn Fuhayr und dem Wüstenführer blieben stehen zum Kauf dessen, wovon sie leben. Aber die Leute von Khuza'a litten in diesem Jahr unter Dürre. So fanden sie bei ihr nichts. Der Gesandte Allahs bemerkte aber eine Ziege in der Nähe des Zelts und sagte, »Was ist das für eine Ziege, O Ma'bad?« Sie sagte, »Das ist eine Ziege, welche die Dürre überlebt hat.« Er sagte, »Ist Milch drin?« Sie sagte, »Sie ist magerer als das.« Er sagte, »Gibst du mir die Erlaubnis, sie zu melken?« Sie sagte, »Mögen mein Vater und meine Mutter als Opfer für sie sein?« »Ja, wenn sie Milch darin sehen, dann melken sie sie.« Also rief der Gesandte Allahs nach der Ziege und wischte ihr Euter mit seiner Hand ab. Er sagte, »Bismillah« und sprach mit Gebete für die Ziege und sie melkte überraschend eine große Menge. Da bat er um einen Eimer, um die Milch zu halten. Er melkte die Milch hinein, bis der Eimer schön abgefüllt wurde. Er bot Ma'bad die Milch zum Trinken an und sie trank, bis sie satt wurde. Er gab seinen Gefährten zu trinken, danach melkte er wieder die Ziege, bis der Eimer gefüllt war und ließ den Eimer bei Ma'bad. Er ließ sie ihm die Treue schwören und reiste mit seinen Begleitern weiter. Die Quraysh hatten davor Kavalierkampagnen hinter ihnen hingeschickt. Der Preis wurde an 100 Kamele vergeben für denjenigen, der den Gesandten Allahs tot oder lebend springt. Der Gesandte Allahs war kaum weggegangen, bis die Götzendiener zu Ma'bad kamen und sie nach ihm fragten. Sie bestritt ihn gesehen zu haben. Als sie darauf bestanden, sie zu fragen, drohte sie ihnen und sagte, »Ihr fragt mich nach etwas, wovon ich nie gehört habe. Wenn ihr sofort nicht weggeht, werde ich mein Volk gegen euch anschreien.« Die Götzendiener hatten Angst und gingen weg. Als ihr Mann Abu Ma'bad zurückkam, sah er die Milch und war überrascht und fröhlich. Er fragte aber, »Wo hast du das her, Ma'bad, wenn die Ziege einsam ist und es keine Milch im Haus gibt?« Sie antwortete, »Nichts Übles bei Allah. Ein gesegneter Mann ist an uns aber vorbeigegangen.« Dann erzählte sie ihm die Geschichte. Als sie fertig war, sagte er, »Beschreibe es mir mal, O Ma'bad.« Dann fing Ma'bad an, den Gesandten Allahs mit großer Genauigkeit und Beredsamkeit zu beschreiben. Lass uns mal hören, was sie sagte. »Ich habe einen Mann mit sichtbarer Ausstrahlung gesehen. Er hat ein beleuchtendes Gesicht und gutes Manieren. Er ist weder durch einen dicken Bauch noch durch einen ungewöhnlichen kleinen Kopf entstellt. Hübsch und gut gebaut. Die Pupillen seiner Augen sind sehr dunkel. Seine Wimpern sind lang und kurvig. Seine Stimme ist stark und hörbar, aber sanft. Er hat einen ziemlich langen, glänzenden Hals. Seine Augen sind schön groß und tief schwarz und der Bereich um die Pupillen herum ist extrem weiß. Sein Augenlid ist schwarz, als ob er es mit Kajal verschönert hätte. Seine Augenbrauen liegen vollkommen dicht beieinander. Er hat sehr schwarzes Haar. Wenn er schweigt, wirkt er würdevoll. Wenn er spricht, ist er erhaben und von Herrlichkeit gekrönt. Wenn man ihn aus der Ferne betrachtet, ist er der hübschste aller Menschen. Und wenn man näher an ihn herantritt, ist er der schönste von allen. Seine Rede ist freundlich, seine Worte präzise, weder zu wenig noch zu viel, wie eine Perlenkette, die allmählich nach unten fließen. Er ist mittelgroß, weder unangenehm groß noch verächtlich klein. Er ist wie ein Zweig zwischen zwei Zweigen. Von den dreien ist er vom Aussehen her der auffälligste und von innen her der edelste.
Er hat Gefährten, die ihn ehren. Wenn er spricht, hören sie aufmerksam zu. Und wenn er befiehlt, beeilen sie sich, dies auszuführen. Er ist geehrt, bedient und umgeben von Begleitern. Er ist auf keinen Fall blöd und niemals ein finsterer Mensch. Abu Ma'bad sagte, das ist bei Allah, solcher Mann von Quraysh, über dessen Botschaft uns erzählt wurde. Ich hatte vor, an ihn zu glauben, und ich werde es wahrlich tun, wenn ich nur die Gelegenheit dazu finde. Ma'bad und ihr Mann Abu Ma'bad nahmen dann den Islam an, und sie waren von den besten Gefährten Allahs Wohlgefallen auf ihnen allen. Und das Segen und der Frieden seien auf unseren geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.